Hallihallo, ihr Lieben, wir sind's wieder, der Sven. Nee, ich bin so heute ganz alleine. Ich bin alleine unterwegs. Und deswegen gibt's heute mal ein Technikvideo von mir, weil ich hatte ein Problem mit unserer Insektenschutztüre. Und ja, das Problem, das betrifft anscheinend viele. Wir haben das von der Vermietung auch schon öfter gehabt, dass Leute das eben zurückgebracht haben. Und wir haben das Problem, dass hier unten dieser Haken da, beziehungsweise Nippel oder wie man das auch immer nennt, der ist kaputt gegangen. Passiert ganz einfach, wenn man, ich mach's jetzt mal rein, keine Ahnung, wenn das der Hund macht oder man kommt mit dem Fuß mal dagegen und dann bricht es hier raus. Und ihr seht es dann auch, hier oben rutscht es natürlich auch raus, nicht so toll. Und ja, jetzt habt ihr die Möglichkeit, das Ganze austauschen zu lassen. Kostet aber so zwischen 350 und 400 Euro, je nachdem, wo ihr das machen lasst. Und man kann das aber auch selber reparieren und genau das zeige ich euch heute. Bleibt dran, bis nach dem Intro. Willkommen zurück. Ja, es geht gleich los. Wir tauchen gleich ein. Und zwar, ihr habt, hier kann man das sehr gut sehen, dass da hinten eben was abgebrochen ist. Das ist wie so eine Schiene oder keine Ahnung, wie man das nennt. Ihr wisst, was ich meine. Und hier unten drunter müsste das eigentlich dahinter halten. Und jetzt habe ich mir was einfallen lassen. Man nimmt einfach so ein kleines Metallstück. Hat eigentlich jeder irgendwo daheim. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Heißluftpistole habt, so eine punktuelle Heißluftpistole, könnt ihr das auch mit irgendeinem Kunststoffteil machen. Ich habe es jetzt in dem Fall mit Metall gemacht. Zeige ich euch einfach mal. Wir hängen das da oben wieder ein. Zack. Unten hängen wir es einfach dran, also dass es passend ist. Dann brauchen wir dieses Metallstück. Das biegen wir uns einfach zurecht. Ich habe das wirklich nach Augenmaß gemacht. Man kann das natürlich auch machen mit einem Metermaß, dass man das genau auf einen Millimeter ausmisst. Habe ich aber in dem Fall jetzt nicht gebraucht. Dann braucht ihr eine Spitzzange. Mit der bringt ihr das Ganze hier in Form. Auch hier das Teil. So soll es dann ausschauen. Und das macht ihr jetzt einfach. Ihr bohrt, ich habe das natürlich schon mal gemacht, aber ich zeige es euch trotzdem nochmal. Ihr bohrt hier einfach zwei Löcher rein. Zack. Zack, mit dem Metallbohrer. Dann wird das Ganze hier hinter geschoben. Machen wir einmal die Nahaufnahme. So, hier hinter. Und dann schieben wir das hier rein. Löcher habe ich natürlich schon gebohrt, aber was heißt gebohrt? Ich habe das nicht gebohrt, sondern einfach die Schrauben reingemacht. Und durch diese Löcher hier dann wird es dann verbunden. Und dann habe ich hier so ein wunderbares Toolset von Vera. Ist übrigens ideal fürs Wohnmobil. Du hast echt fast alles dabei, was da, was es angeht, was Werkzeug angeht. Wenn du schnell mal irgendwas brauchst, kommst du auch sehr schnell ran. So. Da brauchen wir das. So, der passt. Okay. Dann geht ihr einfach ran, nimmt zwei kleine Schrauben, die sind ungefähr einen Zentimeter lang. Ich habe es jetzt mit Kreuzschlitz, weil ich damit am besten zurechtkomme. Dann geht ihr hier ran, wo die Löcher sind. Hier die Schrauben rein. Machen das einmal fest. Na. Das ist alles kein Hexenwerk und ihr spart euch wirklich einen Haufen Geld dabei. Zweite Schraube rein. So, und fertig ist das Ganze. Es kann nicht mehr rausrutschen. Ihr seht's, wenn ich hier da hinten jetzt rangehe, ist es hier eingeklemmt und kann überhaupt nichts mehr passieren. Das Fliegengitter hier ein bisschen in Ordnung bringen, so. Und jetzt funktioniert das wieder einwandfrei. Jo, das Toolset, das verlinke ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung. Ja, ihr Lieben, hat euch dieser kleine Beitrag gefallen? Und vor allem, wenn es hilfreich für euch war, hinterlasst mir doch einfach einen Daumen Richtung Norden. Und hier unten am besten ein Abo, verpasst ihr kein Video mehr von uns. Und wir sehen uns hier demnächst auf diesem Kanal. Bis dahin, bleibt alle gesund und macht's gut. Tschüss.